Hallo zusammen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein Suunto Eon Core und in diesem Video gebe ich euch eine Übersicht über die verschiedenen Display-Ansichten und Modis, die man an diesem Tauchcomputer einstellen kann. Dafür benötigen wir die Software DM5 von Suunto, unseren Tauchcomputer und unser Ladekabel. Und dann kann es auch schon losgehen. Dun, dun, dun. Wenn wir den Tauchcomputer das erste Mal in Betrieb nehmen, sehen wir als Übersicht die sogenannte prominente Ansicht. Man hat jetzt auch eben gerade schon gesehen, dass es im Modi Air und Nitrox eingestellt ist. In der Einstellung Air und Nitrox können wir hier im Bereich Gase jetzt einstellen, ob wir mit Luft tauchen oder vielleicht mit einem Nitrox-Gemisch. Und wenn wir das hier einstellen und wieder zurückstellen auf Luft, sieht man dann auch, dass hier im Bereich Gas das auf Luft eingestellt ist. Verschiedene Ansichten findet man dann unter Taucheinstellung und hier im Bereich Modus. Standardmäßig ist Air und Nitrox angelegt, sowie GOG. Und dann kann man sich natürlich noch weitere Ansichten anlegen, die man dann aber über das Programm DM5 von Suunto konfigurieren muss. Und ja, wie man das macht, zeige ich euch gleich. Dafür müssen wir aber zurück an den Rechner. Bevor wir uns neue Ansichten und Funktionen auf dem Tauchcomputer anlegen können, benötigen wir zunächst erst noch das Programm Suunto DM5. Das können wir uns auf der Seite von Suunto einfach runterladen. Den Link packe ich gerne unten in die Beschreibung rein. Und hier findet man dann einen Link, mit dem man das Programm herunterladen kann. Bevor wir dann allerdings das Programm starten, müssen wir zunächst noch das USB-Kabel an den Tauchcomputer anschließen und mit der USB-Buchse dann am Computer verbinden. Danach können wir das Programm starten. Es dauert ein paar Sekunden, bis das Programm dann den Tauchcomputer gefunden hat. Und dann finden wir hier oben in diesem Bereich drei Reiter, allgemeine Einstellungen. Und hier haben wir dann Anpassung und sehen hier unten schon mal eine Liste von Ansichten, die ich vorher schon mal angelegt hatte. Wie gesagt, gibt es hier Air und Nitrox als Standardansicht. Das zweite ist GOG. Ich habe mal eine von mir erstellte Ansicht angelegt. Hier haben wir dann die grafische Ansicht. Hier haben wir die klassische Ansicht und die prominente Ansicht. Und hier haben wir nochmal eine Ansicht für geschlossene Kreislaufsysteme mit den entsprechenden Funktionen dafür freigeschaltet. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen eine neue Ansicht anlegen, dann gehen wir hier auf neuen Tauchmodus erstellen und sehen dann hier oben gleich den Tauchmodus, den wir dann benennen können, wie es für uns gewünscht ist. Hier sollte man unterscheiden zwischen zwei Bereichen. Einmal hier der obere Bereich Tauchalgorithmus und Gaseinstellung, was Funktionen freischaltet, die auf dem Tauchcomputer enthalten sind. Und wir haben hier unten den zweiten Bereich. Da geht es um die Ansicht, die wir auf dem Display sehen. Ich fange jetzt hier erstmal mit dem Bereich Ansichten anpassen an. Wir haben ja jetzt schon mal hier den Namen eingegeben, können dann hier einen Stil auswählen. Hier gibt es drei Bereiche, grafisch oder auch klassisch oder auch prominent. Ich wähle mal den Bereich klassisch aus und kann dann hier nochmal zwischen Ansichten, Standard und Kompass nochmal wechseln. Sage, okay, hier oben links hätte ich gern benutzerdefiniertes Feld, Temperatur. Hier hätte ich gern CNS. Und hier oben bleibt die Tauchzeit. Dann kann ich mir hier unten
die Ansichten auf der Seite nochmal anpassen, die ich mit dem rechts unteren Knopf dann durchschalten kann. Und habe auch hier nochmal Listen, aus denen ich auswählen kann und kann dann im Folgenden hier unten über eine neue Ansicht hinzufügen, zum Beispiel jetzt eine Kompassansicht hinzufügen und kann auch hier mir wieder einstellen, wie ich diese Ansicht gerne hätte, welche Informationen ich angezeigt bekomme, wenn ich hier unten durchschalte. Und das sind letztlich die zwei Ansichten, die ich mit dem mittleren Knopf durchschalten kann. Wenn ich jetzt sage, okay, die Ansicht passt für mich, kann ich mich nochmal ganz kurz mit dem Bereich Tauchalgorithmus und Gaseinstellung beschäftigen. Allerdings ist dieser Bereich für das normale Sporttauchen wirklich nicht relevant, außer vielleicht diese zwei Einstellungen, die man hier auf der rechten Seite hat, persönlich und Höhenlage, die man ja aber auch im Tauchcomputer einstellen kann. Dementsprechend Algorithmus kann man so lassen, wie es ist. Hier kann man mit diesen zwei Knöpfen einstellen, ob der Tauchcomputer für offenes Kreislaufsystem oder auch geschlossenes Kreislaufsystem verwendet wird. Das ist natürlich für all die Leute interessant, die einen Rebreather vielleicht benutzen möchten. Und wenn man das hier umschaltet, sieht man auch, dass man hier neue Funktionen dazu bekommt, die man dann braucht, um seinen Rebreather mit dem Tauchcomputer zu synchronisieren. Für das normale Sporttauchen ist das aber nicht relevant. Und hier unten bei Gaseinstellung kann man nochmal mehrere Gase hinzuschalten, entscheiden, ob man Gase bei einem Tauchgang modifizieren möchte, Helium hinzuschalten und auch den PO2-Wert noch so anpassen, wie man es gerne hätte, oder halt dann eben manuell jedes Mal einstellen. Aber auch das hier ist für das normale Sporttauchen nicht entscheidend. Gut, dann können wir uns das Ganze speichern mit Fertig. Ich brauche das allerdings nicht, weil ich ja schon Ansichten angelegt habe. Und dann können wir uns im nächsten Schritt die einzelnen Ansichten nochmal anschauen. Nachdem wir uns die ganzen Ansichten und Modis im Rechner richtig eingestellt haben, gehen wir die jetzt einfach hier mal kurz durch. Wir fangen einfach mal an mit der sogenannten grafischen Ansicht und sehen, dass in der Mitte eine etwas größere Grafik angezeigt wird. Informationen stehen jetzt auf der rechten Seite, Tiefe oben, Maximaltiefe hier und Tauchzeit. Ich kann mit dem unteren Knopf die beiden unteren Positionen durchswitchen und mir Infos anzeigen. Hier bekomme ich allerdings keine zweite Seite, weil ich jetzt hier auch keine angelegt hatte. Dann können wir über Taucheinstellungen in den nächsten Modus wechseln, und zwar den klassischen. Den prominenten habt ihr im Prinzip mit den Standardeinstellungen schon gesehen. Im klassischen Modus sieht man dann wiederum eine etwas andere Aufteilung des Displays. Hier haben wir Tiefe und Tauchzeit oben stehen. Wir haben hier in der Mitte aktuell die Zeit stehen. Da stehen dann entsprechend die Tauchinformationen, die man angezeigt bekommt. Wir können über den unteren Knopf hier unten die Informationen ebenfalls wieder durchswitchen. Auch hier haben wir keine zweite Seite angelegt. Und gehen jetzt wieder über Taucheinstellungen in den Modus CC klassisch, also das für geschlossene Kreislaufsysteme, habe ich meine Ansicht angelegt plus die entsprechenden Modis freigeschaltet, die man braucht, um das dann auch entsprechend nutzen zu können. Dann starten wir diesen mal. Auch hier haben wir wieder die klassische Ansicht und haben jetzt den Modus freigeschaltet, um den Suunto Eon Core als Backup-Gerät
für ein geschlossenes Kreislaufsystem zu nutzen. Wir sehen hier unten entsprechend auch nochmal ein bisschen andere Werte jetzt auch platziert, was halt hier dann natürlich wichtig ist, dass auch im Menüumfang nochmal zusätzliche Punkte freigeschaltet werden, die man einstellen kann, um dann richtig auch mit seinem geschlossenen Kreislaufsystem synchronisiert zu sein von den Werten her. Und das muss man halt dementsprechend nochmal extra freischalten. Gehen wir jetzt über die Taucheinstellung nochmal in einen weiteren Modus hinein, den ich einfach mal frei angelegt habe. In diesem Modus habe ich auch wieder eine klassische Ansicht gewählt und habe im Menü aber unter Taucheinstellungen und Parametern alles freigeschaltet, was in Bezug auf Gase notwendig ist. Ich kann mehrere Gase nutzen. Ich habe Helium eingestellt. Der bleibt unverändert. Ich kann eine Gasänderung während des Tauchgangs vornehmen. Habe den Sicherheitsstopp aktiviert und die letzte Zeit. Das ist ja standardmäßig drin. Also hier geht es primär um die Gaseinstellung und kann dann natürlich dann auch hier unter dem Bereich Gase nochmal wesentlich mehr machen, als es vorher möglich war. Wenn ich hier ein neues Gas hinzufüge, kann ich nun einmal natürlich hier den Sauerstoffwert wieder anpassen und kann aber auch den Heliumwert anpassen, um mir hier ein neues Gas anzulegen. Also das hier ist jetzt rein fiktiv, um das mal zu testen. Und habe dann hier in meiner Gasliste schon zwei Gase drin. Ist natürlich ganz wichtig zu wissen, wenn man sich sowas hier einstellt, wie man auch damit umgeht. Dementsprechend schaut natürlich die Bedienungsanleitung nochmal an, damit ihr auch wirklich wisst, was ihr da tut, um das zu verstehen. Und ich hoffe, ihr hattet damit eine gute Übersicht über die Ansichten, die man bei diesem Tauchcomputer einstellen kann, sowie auch ein bisschen die Sonderfunktion in Bezug auf Gas. Und einfach viel Spaß damit. Dun, dun, dun.